Wieso Sektkorken knallen? Alter Hut. Aber wissen Sie auch, für was, kommen Sie mal ein bisschen näher, für was diese rote Kappe hier gut ist? Tja, gute Frage. Und warum haben Computertasten kleine Nippel? Und wieso sind Lolli-Stiele eigentlich hohl? Wir lüften heute für Sie die geheimen Funktionen unserer Alltagsgegenstände. Was soll diese merkwürdige Lücke im Stiel eines Lutschers? Oder ein Plastikkorken mit roter Kappe? Wofür sind die Knubbel auf den Tasten F und J unserer PC-Tastatur? Und was hat es mit dem Loch im Lineal auf sich? Relikte aus alter Zeit? Oder gibt es einen geheimen Nutzen? Wir decken auf. Wie man auf sowas kommt? Ja. Verrückt. Und wieso weiß das keiner? Wir alle haben mal unsere Finger auf der Tastatur. Ein genauer Blick auf die Tasten und man entdeckt winzige Details. Was sind das eigentlich für kleine Knubbel auf den Tasten F und J? Nee, keine Ahnung. F und J. Zum Orientieren. Ich habe nicht mal so einen Ansatz, was das sein könnte, deswegen. Damit Blinde auch wissen, wo die Tasten auf der Tastatur sind. Nicht schlecht. Tippen auf Tasten ist seit der Erfindung der Schreibmaschine im Jahr 1808 nichts Ungewöhnliches mehr. Wir nehmen das Ganze mal unter die Lupe und schnappen uns eine Tastatur. Vielleicht kann uns der Experte einer Schreibschule weiterhelfen. Die Markierungen unter F und J, die haben unterschiedliche Namen. Man sagt Orientierungspunkte dazu, vielleicht auch Abdruckwarzen. Abdruckwarzen. Schräger Name. Aber wofür sind die denn jetzt genau? Markus Steinmetz löst das Rätsel um die F- und J-Taste für uns. Beim Zehnfinger-Tastschreiben kommen dort die beiden Zeigefinger hin, links fürs F und rechts fürs J. Alle übrigen Finger setzen nach und dann ist man startklar für das Zehnfinger-Tastschreiben. Das ist praktisch auf jeden Fall, ne? Weil man guckt ja nicht auf die Tastatur, man hat nur einen Bildschirm zu gucken. Das stimmt. Die Tastatur ist angelehnt an Form und Anordnung der zehn Finger. Die Tasten F und J kann man blind auch durch die Orientierungspunkte mit den Zeigefingern erfühlen. Mit dem Zehn-Finger-System ist das Schreiben super schnell und effektiv. So schnell und ohne auf die Tastatur zu schauen, schafft es natürlich nur ein Profi. Das erste Rätsel haben wir gelöst. Kommen wir zum nächsten. Jetzt wird's süß, bunt, klebrig und lecker. Der Lutscher. Doch es geht nicht um die zuckrige Masse, sondern nur um den Stiel. Wozu könnte dieses mysteriöse Loch dort oben sein? Ich falle da nur manchmal durch. Das quält. Damit man, wenn man das in den Mund hat, damit man dabei noch mal atmen kann. Wenn man oft dran lutscht, dann wird es flüssig irgendwann, dass der Saft da rausfließen kann. Für langes Gelutsche haben wir keine Zeit. Wir beschleunigen die Sache und schauen uns das Loch unter der Zuckermasse genauer an. Um herauszufinden, wofür es gut ist, gehen wir in die Produktion. Bei der Herstellung der Lollis wird die noch weiche Candy-Masse in Lutscherstücke geschnitten. Diese kleinen Klumpen werden dann um die Lolli-Stiele gepresst. Ganz wichtig, die Lutschermasse fließt dabei auch in das Loch. Nun kommen die fertig gepressten Lollis mit Stiel heraus. Wenn die süße Masse hart geworden ist, bildet sie in dem Loch einen kleinen Widerhaken. Dieser ist wichtig, denn ohne ihn würde sich die Kugel vom Stiel lösen. Vor allem Kinder und auch ältere Menschen könnten dann die Candykugel leicht verschlucken und daran ersticken. Echt? Ach so, aha. Okay. Das. Dann können wir jetzt entspannt weiter am Lolli lutschen. Übrigens, nur Lutscher mit Plastikstiel haben ein Loch, denn sie haben eine glatte Oberfläche. Lollis mit Papierstick haben keine Löcher, da die Masse fest am Papier klebt. Wieder was gelernt. Kommen wir zum dritten Ding, das gute alte Lineal. Jeder hat es mal in der Hand, sei es im Matheunterricht oder um einfach nur gerade Linien zu ziehen. Aber haben Sie sich schon mal gefragt, wozu das Loch eigentlich da ist? Aus. Auf jeden Fall Zirkelersatz. Ich würde eher sagen, dass das für eine Markierung ist, die man mit dem Kugel- oder Bleistift machen kann. Vielleicht. Aber gibt es eventuell auch andere Verwendungsmöglichkeiten? Kann man das Lineal damit irgendwo aufhängen? Oder ist es ein stylischer Schlüsselanhänger?
Wir schnappen uns ein Lineal und fahren zu jemandem, der es wissen muss. Dr. Peter Jöresen arbeitet in einem Schulmuseum, sozusagen die Heimat der Lineale. Ein Lineal war ein Bestandteil, ne, der Ausstattung des Ranzens. Früher haben Schüler schon ein Lineal benutzt. Doch die Schülerausstattung, die man heute kennt, unterscheidet sich von damals. Mit diesem Tipp gehen wir auf die Straße. Hatten die nicht immer diese Tafeln, Kreidetafeln oder so früher noch? Eine Schiefertafel, danach kamen Milchtafeln und dann kamen halt Hefte. Richtig. Früher schnappte man sich morgens zur Schule seine kleine Tafel. Daran waren ein Lappen und ein Schwamm befestigt. Und das Loch am Lineal? Wir hatten so eine Vermutung, dass es dafür ist. Hier ist ein Loch an der Tafel, an der Schiefertafel, an der das Läppchen hängt und der Schwamm. Und ob man das irgendwie dann kombinieren könnte. Klingt gut und funktioniert sogar. Man fädelt die Schnur des Lappens in das Loch ein und zieht den Lappen durch die Schnur. Macht Sinn, oder? Gut zu wissen. Ja, auf jeden Fall, dass der Schüler das alles zusammen hat wahrscheinlich dann, ja. Das hat unser Schulexperte auch gedacht. Doch er hat noch mal nachgeforscht. Dieses Loch, das ist im Laden, wo Sie das Lineal kaufen, da hängt das dann an so einem Nagel, also 10 oder 20 davon. Deshalb gibt es das Loch auch heute noch an Holz- und bunten Plastiklinealen, obwohl es keine Schieferplatten mehr in der Schule gibt. Rätsel 3 gelöst. Kommen wir zu unserem letzten Gegenstand. Jetzt wird es feuchtfröhlich, denn wir lassen die Korken knallen. Wozu könnte denn dieser Plastikkorken und vor allem die rote Kappe daran sein? Wir fragen nach. Ja, so ein Erkennungszeichen von der Marke vielleicht. Sehr komisch. Vielleicht hat das auch wieder was mit Luft zu tun. Wenn man die Flasche öffnet, dann fliegt das Ding ja meistens weg, damit man das wiederfindet. Kreative Ideen, aber leider falsch. Einen Korken kennt jeder. Seit einigen Jahren gibt es vermehrt Plastikkorken. Dann korkt der Sekt nicht so schnell. Es ist hygienischer und kostengünstig in der Produktion. Aber wozu die rote Kappe? Man kann es abnehmen, ne? Das kann man abmachen. Aber es bringt jetzt auch nicht viel, oder? Doch, denn hier versteckt sich ein Trick. Der rote Deckel des Korkens hat eine besondere Funktion. Allerdings braucht man eine Schere. Wenn, würde ich hier unten etwas wegschneiden. Genau. Ist die Unterseite des Plastikkorkens aufgeschnitten, setzt man ihn wieder auf die Flasche. Falls es schwer fällt, hilft auch ein Hammer. Und jetzt, das ist der Trick, kann man besonders gut einschenken. Wenn man schnell viele Gläser füllen muss, ist eine solche Einschenkhilfe wirklich praktisch. Und man muss nicht mal ein Zusatzgerät kaufen. Da läuft da nichts raus, also an der Flasche runter. Stimmt. Weil das dann hier aufgefangen wird. Das pluppert nicht so stark, das stimmt ja. Das ist wohl. Und das Beste, so kann man den Sekt entspannt wieder verschließen. So bleibt er frisch und die Kohlensäure lange in der Flasche. Und die nächste Party kann kommen.